Denkt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten zu zerstören. Ich bin nicht gekommen, zu zerstören, sondern zu erfüllen. Ich habe euch das Gesetz und die Gebote meines Vaters gegeben, damit ihr an mich glaubt und damit ihr von euren Sünden umkehrt und mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist zu mir kommt. Siehe, ihr habt die Gebote vor euch und das Gesetz ist erfüllt. Darum kommt zu mir und lasst euch erretten. Denn wenn ihr meine Gebote nicht haltet, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich eingehen. Von denen in alter Zeit ist gesagt worden, du sollst nicht töten. Und wer auch immer tötet, dem droht das Strafgericht Gottes. Ich aber sage euch, wer auch immer seinem Bruder zürnt, dem droht sein Strafgericht. Darum, wenn ihr zu mir kommt oder den Wunsch habt, zu mir zu kommen, und es fällt dir dabei ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so gehe deinen Weg zu deinem Bruder und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und dann komme mit voller Herzensabsicht zu mir und ich werde dich empfangen. Von denen in alter Zeit ist geschrieben worden, du sollst nicht Ehebruch begehen. Ich aber sage euch, wer auch immer eine Frau ansieht, dass es ihn nach ihr gelüstet, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Ich gebe euch das Gebot, nichts davon in euer Herz eindringen zu lassen. Denn es ist besser, dass ihr euch dies versagt, wodurch ihr euer Kreuz auf euch nehmt, als dass ihr in die Hölle geworfen werdet. Und es steht auch geschrieben, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Aber ich sage euch, liebt eure Feinde. Segnet die, die euch fluchen. Tut Gutes denen, die euch hassen und betet für die, die euch böswillig schlecht behandeln und euch verfolgen. Damit ihr die Kinder eures Vaters seiet, der im Himmel ist. Das, was von alter Zeit war, was unter dem Gesetz war, ist in mir alles erfüllt. Das Alte ist hinweggetan und alles ist neu geworden. Darum möchte ich, dass ihr vollkommen seid. So wie ich oder euer Vater im Himmel vollkommen ist.